Hi, da ist die Chiara Meyer, ehemalige Skifahrerin. Ich darf euch heute mitnehmen und euch ein paar Übungen zeigen, dass ihr fit durch den Winter kommt und euch so fit und gesund wie möglich fühlt. Viel Spaß dabei! So, jetzt kommen wir zum Hauptteil unserer Übungen. Wir fangen an auf einer Bank, die lässt sich heutzutage eh überall leicht finden. Wir machen da jetzt die Plank Position, die könnt ihr entweder auf die Hände oder auf die Unterarme machen. Schaut dabei, dass euer Rücken gerade ist und nicht nach oben geht und bleibt da einfach für eine gewisse Weile, solange ihr es schafft. Wenn ihr Probleme habt mit der Position, könnt ihr auch immer gerne auf die Hände aufgehen. Und sollte es immer noch zu einfach sein, könnt ihr mit der Gewichtsverlagerung spielen, dann wird es nochmal anstrengender. Auch auf die Unterarme mit der Gewichtsverlagerung spielen. Oder eben auf die Hände. Jetzt machen wir was, um unseren Oberkörper zu stärken. Und zwar machen wir Liegestütze auf der Bank. Ihr könnt wählen, ob ihr die Ellbogen nach außen gehen lasst oder ob ihr die Ellbogen mehr am Körper führt. Ist ein bisschen mehr Trizeps dann, je nachdem, wie es euch besser geht. Wichtig ist auch wieder ein gerader Rücken. Nicht nach oben gehen oder nach unten hängen, sondern schön anspannen und gerade bleiben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid alle bis zur letzten Übung gekommen. Eine generelle Empfehlung von mir ist, das so zweimal die Woche zu machen. Könnt ihr natürlich auch öfters, wenn ihr wollt. Es müsst nicht jedes Mal jede Übung machen. Wenn ihr aber Lust habt, könnt ihr auch jede Übung zweimal machen. Kommt ganz drauf an, wie es euch passt. Von den Wiederholungen her schaut einfach, dass es ein bisschen anstrengend ist und ein bisschen brennt, aber nicht so, dass ihr voll K.O. seid. Viel Spaß dabei!